Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon aus unserem hochverschuldeten Park, Sprightly Park, der so hochverschuldet, man könnte den Park wahrscheinlich auch einfach in Griechenland umbenennen. Wir haben schon von dem Darlehen, was ja anfangs eine Viertelmillion D-Mark war, haben wir schon 45.000 Mark zurückbezahlt. Ihr seht, wir machen auch hier ordentlich Gewinn, weil wir eine Werbekampagne nach der anderen raushauen, damit die Leute den Park locken, die Eintritt bezahlen und dadurch können wir halt die Schulden abbezahlen. Ein Jahr haben wir schon geschafft und wir müssen ...1500 Besucher und eine Parkwartung von 600 bis Oktober, ja, 3 schaffen. Was wir im Prinzip schon geschafft haben, aber wie das halt immer so ist, ne? Man muss das Szenario bis zum Ende durchspielen. Ja, Schiffsschauklammer neu gebaut. Hier der Mundgeruch, Achterbahn, Halitosis. Die können wir nicht umbauen, aber hier kommen die Leute trotzdem an. Hier stand ein Gruselhaus, das haben wir abgerissen. Hier diese Achterbahn, die haben wir einmal neu gebaut, damit die Leute wieder neu reinkommen, weil sonst ist die immer so, wenn die so alt sind, die Attraktion, dann kommt die eigentlich eher nicht so. Hier ist ein Haunted Train, wo die Leute auch noch gut anstehen. Die Wildwasserbahn haben wir hier hingebaut, da fuhr vorher so eine Pendeleisenbahn lang, die startete irgendwie hier vorher durch. Macht hier rüber. Man kann die Strecke noch so ein bisschen erahnen. Hier rum, hier durch den Tunnel. Dann hier quer durch und dann hier hinten. Und dreht es hier einmal rum. Das haben wir abgerissen aus Platzgründen. Und so groß ist der Park ja jetzt nun auch nicht, dass man da unbedingt eine Pendeleisenbahn braucht. Ja, wie gesagt, diese Achterbahn, den Shooting Star, den haben wir einmal neu gebaut. Autofahren ist jetzt verfügbar. Ist die Frage, baut man ein Autofahren? Ich finde die Attraktion eigentlich ein bisschen doof. Ach ja, und hier ein Minigolf, also so ein bisschen, naja, ui. Jetzt hatte ich schon gerade Befürchtung gehabt, dass das Spiel crasht, aber nein, aber wir haben schon 5.000 auf dem Konto. Ich mache das ja immer so, wenn wir 5.000 haben, dann zahle ich was zurück. Ob wir je alles zurückbezahlen können, fraglich, aber... Naja, so, es regnet, das heißt, unsere Infostände werden gut angenommen mit Regenschirm. Das müsste man eigentlich beim Ertrag jetzt gleich ganz gut sehen können. Hier Informationen 13.000 und 11.000 pro Stunde mit Abstand der Shooting Star. Ist natürlich klar, wenn es regnet, geht es ein bisschen nach unten mit den Attraktionen, weil wir kaum mitfahren, aber ist doch nicht schlecht, wenn das ordentlich Geld bringt. Die Regenschirme haben wir ja jetzt mal so rausgefunden in einem vorherigen Szenario, dass man da immer schön 20 Mark verlangen kann und die Leute das auch noch bezahlen. Und bei solchen Leveln hier, wo das Geld knapp ist oder wo man halt viele Schulden hat, die man zurückzahlen muss, so auch im Hinblick auf die Zinsen, weil ich meine hier so 400 oder 360 Euro D-Mark im Monat, mag jetzt zwar nicht viel sein bei dem Geld, was wir haben, aber gerade in der Anfangszeit, ist es gut, wenn man das ein bisschen verringert. Was haben wir jetzt noch für Attraktionen? Das haben wir alle schon gebaut. Eigentlich müsste man diese gemäßigten Attraktionen mal rausnehmen. Ich mache das einfach mal. Das soll wirklich bloß gute neue Attraktionen geben. Oh, was ist hier los? Stau. Stau beim Ruderboot. Da solltet ihr besser nicht reinfahren. Das ist doof. Das ist das Dümmste, was ihr in dem Moment machen könnt, dort reinfahren. Und was passiert denn eigentlich, wenn ich das hier hochsenke? Achso, jetzt fahre ich dort schon raus. Oh, Kollision im Boot hier. Und das ist mir jetzt aber hier ein bisschen zu chaotisch. Hier muss ich mal eingreifen. So, guck, wir sind jetzt auf dem Wasser, Quatsch, auf dem Land fahrend jetzt. So, jetzt müsste es eigentlich nicht mehr auftreten. So, was hat man hier für einen Baum gebaut, den abgerissen. Das ist der, den bauen wir natürlich wieder neu. Hier das Ding bauen wir dann auch wieder neu. So. Jetzt dürfte das sich dann ein bisschen entspannen, würde ich mal sagen. Aufregende Attraktion am 19. April, sehr gut. Wir haben gleich schon wieder 5.000 auf dem Konto, um damit was zurückzubezahlen. Läuft doch eigentlich 1A. Aber die Frage ist auch, was denken die Leute aktuell? Park ist zu überfüllt.
Ich will nach Hause, mir ist schlecht, aber so viel bezahlen sie nicht für Karussell. Also komm, 20 Pfennig, das werdet ihr doch wohl haben. So viel bezahlen sie nicht für Shooting Star. 3 Mark. Na gut, solange noch Leute, oder? Kommen da jetzt Leute an oder heulen die alle rum? Na, dann müssen wir da glaube ich doch nochmal runtergehen. 2,50, geht das wieder, das ist gut. Und dann hier unten, die kann man eigentlich vernachlässigen, die hier so rumfänzen. Halitosis ist defekt, Mundgeruch ist kaputt. So, eine aufregende Attraktion, ich bin gespannt, was das sein wird. Vielleicht eine Schlauchbootrutsche, die könnte man hier so daneben stellen. Das hatte ich mir nämlich so gedacht, dass man dann hier das so daneben stellt. Und dann parallel zu der Wildwasserbahn hier ein bisschen Spaß haben kann. So, die will dann hier hochgehen. Ich müsste mal hier so ein bisschen einen Drop hier unten durch, dann hier hinten hoch. Ich müsste mal hier Platten machen, da ist dann hier unten drunter. Und, ich will diese Wasserrutsche, die, also wenn die jetzt kommt, dann diese Schlauchbootrutsche, ob ich die dann auch so lang führe wie die, wie heißt? Entschuldigung, das habe ich gerade gegähmt. Wie die Wasser, wie die Wildwasserbahn, das weiß ich noch nicht. Auch wenn das jetzt eine, eine Mountain Rafting wird, dann müssen wir einmal spontan entscheiden. Gibt ja die Möglichkeit, dann hier irgendwo einen Tunnel reinzuziehen und das dann hier so ein bisschen im Untergrund oder hier, dass es dann hier in dem Gebäude runtergeht, dass sie dann hier halt ein Stück parallel fahren und dann geht das hier runter und tunnelt das halt irgendwie rein. Aber wir müssen also gucken, was es überhaupt gibt. Das ist für eine Attraktion, Entschuldigung, Start-Effekt. Aber Moment, die Originalbahn hieß doch aber Shooting Star mit Doppel-R. Das hätte ich gern so erhalten. Die Leute halten sich die Hand vor den Mund. Der Brian, dem ist kotzübel. Der Park ist sauber und ordentlich, der Park ist überfüllt. Das denken viele. Aktuell im Park 142 und kann man hier irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass ich es ein bisschen entlastet vielleicht. Indem ich einen Weg hier hinten rumbaue. Das hatte ich glaube ich schon in Erwägung gezogen, aber habe das dann nicht gemacht, weil die auch hier lang gehen könnten. Und dann wollte ich noch einen Weg irgendwie bauen. Irgendwie hier hinten lang. Die dann hier vorne rauskommt oder sowas. Dann müssen wir erstmal gucken, ob wir dann überhaupt die Wasserbahn dann als nächstes ohne Flussfahrt. Ist das die mit dem, mit dem steilen Lüftel, das verwechsel ich immer. Flussfahrt und, ich glaube, das war die Flussfahrt. Da gab es ja zwei, die hatten, glaube ich, so einen ähnlichen Namen. Und bei dem einen gab es den Hill, diesen Hügel. Das würde ich dann einfach hier daneben stellen. Aber diesmal vielleicht den Hügel nicht ganz so extrem bauen. Hier geht das dann hoch. Hier tüdeln die dann so unten drunter. Irgendwie na gut, das werden wir sehen, wenn wir dann das Ding bauen. Oh, wir haben jetzt, können jetzt wieder was zurückzahlen, sogar gleich 10.000, das ist auch nicht schlecht. Ich denke mal, wenn die Leute jetzt sagen, der Park ist zu überfüllt, dann werden wir vielleicht die Werbekampagnen erstmal wieder so ein bisschen zurücknehmen. Wir haben ja das Ziel jetzt geschafft eigentlich. Im Grunde genommen, da baue ich hier doch nochmal einen Weg lang. Mach das einfach mal, wie gesagt, dass sie sich noch ein bisschen mehr verteilen. Shooting Star, schon wieder defekt. Oh, Stationsbremsen versagen. Sollte hier aber nichts machen, weil die sind ja hinten so langsam. Da wird auch nichts passieren, groß. Man könnte jetzt hier den Wagen beobachten.
Aber es kann auch sein, dass dann der Techniker schon gleich kommt. Eigentlich müsste es noch einen Übergang hier rüber gehen. Da kommt der Reparator ja schon. Da kann es sein, dass wir das jetzt gar nicht mehr mitkriegen. Aber egal wie es aussieht, das Ding ist Stationsbremsenversagen sicher. Hier mit 25 geht es in die Station rein und ist schon wieder repariert worden. Macht also nichts. So, ich baue jetzt nochmal hier einen kleinen Verbindungsweg. Ja, ich weiß, ich wollte dort unten bauen, aber jetzt baue ich doch erstmal hier. Ach so, das geht nicht. Achterbahn im Weg. Achterbahn im Weg. Kann ich dann hier rüber bauen? Na gut, dann ist der Weg ein bisschen sinnlos eigentlich. Achterbahn im Weg. Also es geht anscheinend gar nicht. Na gut, dann ist das halt so. Dann bauen wir den geplanten Weg erstmal hier lang. So, Flussfahrt ist das die? Ja, geil. Eine meiner Lieblingsattraktionen hier auf den Wegen. Neuen. Also muss da noch eins runter und das passiert an dieser Stelle. So. Vielleicht entlastet sich das dann ein bisschen, dass die nicht alle hier lang laufen, wenn die zum Ausgang wollen. Kleine Wegentlastungsmaßnahmen. So, hier kommen wir, hier kommt jetzt die Rutsche wohin, die Flussfahrt. Die Flussfahrt. So, was ist es unterirdisch, weil wir durch den Tunnel gebaut haben? Kann man machen, Spiel, kann man machen. Achso, das muss ich da auch noch planieren. Oh. Damit das dort passt. So, und das darf nicht höher als 14 kommen, oder? Kann ich hier hinten Land kaufen? Ne, da geht's leider nicht. Sonst hätte ich mir hinten ein Stück gekauft, dass ich das dann so, aber. Ist okay so.